Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Schattenwolf. Wir spielen wieder Tetris. Und zwar spielen Marius und ich gegeneinander. Wir spielen wieder Best of Three. Das heißt, in jeder Partie kann man einen Punkt machen. Das ist richtig schlecht erklärt. Eine Runde besteht aus drei Spielen und man muss drei Runden gewinnen. Oder halt, man muss Best of Three, also man muss zwei Runden gewinnen. Genau, zwei gewinnen. Ja. Ja. Letztes Mal hat Marius drei gewinnen. Ja, Marius hat letztes Mal leider keine Runde gewonnen. Ja, das war deshalb absoluter Bullshit. Kurzer Prozess. Heute gibt es auch wieder eine besondere Bestrafung. Und zwar haben wir uns jetzt, mach die Musik wieder zurück. Heute gibt es eine besondere Bestrafung. Und zwar muss der... Schreibt einfach mal in die Kommentare, was wir für Bestrafung machen sollen. Weil ich habe keine Ahnung. Fällt nichts mehr ein. Außer Papier essen und anderen meinen Herrsch reden. Was machen wir als Bestrafung? Ich weiß es nicht. Okay. Um die Ehre. Okay, um die Ehre. Um die Ehre. Wer verliert, ist ehrenlos. Genau. Dann dürft ihr auch überall hinschreiben, bla 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 ist ehrenlos. Ja. Wow. Als Kommentar. Überall. Und schreibt in die Kommentare außerdem, bla bla ist ehrenlos und was wir noch als Bestrafung machen könnten. Oder welche anderen Spiele wir auf tollen Super Nintendo-Kram spielen können. Genau. Und ob Alper auch mal Tetris spielen soll, obwohl er eigentlich der so ein bisschen Nachhilfe bräuchte. Okay, wir spielen heute mit Musik 3. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Sieht man eh nicht. Schnick, Schnack, Schnuck. Mach Musik 2. Musik 2, okay. Ja. Bist du bereit? Ich bin ready. Stufe 4 eingestellt. Ja. Und es geht los. Aktiviert. Ready? In 3, 2, 1, go. Ich habe gerade einen Spiegel voll. Kleinen Nachteil, weil ich normalerweise immer auf der linken Seite spiele. Das stimmt. Und jetzt hat mich Marius gezwungen, die Seite zu wechseln. Gezwungen, das ist einfach nur fair. Dass er auch mal. Das ist einfach nur fair, Junge. Dass er auch mal gewinnen kann. Aber ich will ja den Bedürftigen auch mal einen Brotkuchen zuwerfen. Ja, genau. Ich wusste schon, dass du das sagst. Richtige Resselpropaganda. Ach, shit, ey. So geht die. Das weiß jeder. Boah, ist so ein Stangen-Waster-Time wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Außerdem, bla 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 bla. Was? Keine Ahnung. Was redest du? Wie so ein blöder... Scheiße! Was ist los? Blöder Radiosprecher. Die sind doch nicht alle blöd, Jonas. Weiß nicht, ich höre kein Radio. Warum nicht? Was ist das? Was ist da los? Ich glaube, das war der Controller. Der Controller! Ich kann das nicht mehr gewinnen. Das ist der Controller. Was ist das? Ja, guck mal. Hast du meinen Controller manipuliert? Ja, natürlich. Oh, Scheiße, Jonas. Das war nix. Bist du bereit? Ja. Okay, los geht's. Die Schwanne, ich sag da. Vielleicht ist das der USB-Port, der kaputt ist, oder? Oh. Nee, Was? Alter! Was denn? Controller oder? Der Controller, ja. Ja, genau, der Controller. Hattest du es eben? Nee, ich hatte keine Probleme. Ja, wie ist denn das? Ja, Jonas, was ist denn da los? Scheiße, ich hasse das. Was ist denn los? Ein bisschen vorsichtiger spielen. Uiuiuiui. Alter, ey, das ist ja. Aber zum Thema andere Spiele, du bist ja, wenn man was da sagen darf, so richtig mies in Street Fighter, oder? Ich mag Street Fighter einfach nicht. Was, wie kann man Street Fighter 2 mögen? Junge, Junge, Junge. Leo, magst du Street Fighter? Geht. Was ist denn los mit euch, ey? Schreibt mal in die Kommentare, ob die doof sind. Ich hatte noch nie einen Super Nintendo. Was? Ich auch nicht. Aber ich hatte es auf dem Gameboy. Alper war das Zockerkind. Alper ist das Zockerkind, ja. Er sollte uns in allen Spielen besiegen können. Wenn es nach ihm ging. Jetzt muss ich hier Kacke bauen, weil die Steine Kacke fallen. Ja, ich muss auch Kacke bauen, weil der Controller. Der Controller! Bist du sicher, dass der Controller ist und nicht. Also so beschissen bauen tut nun wirklich tut nur Alper. Hoho! Boom! Man disst doch keine Leute, die nicht da sind, Junge. Natürlich. Okay. Du musst immer die Leute beleidigen, die nicht da sind. Na gut. Das ist ehrenvoll. Die Ehre. Ach komm, du hast verloren. Ja. Okay, dritte Runde. Geht um den ersten Punkt. Oh, und wieder Stangen am Anfang. Stangen am Anfang sind einfach das Unsinnigste, was ich kenne. Ja, das ist einfach so der pure, die pure waste. Verschwendung. Waste, waste, waste. Das ist wie Geld verbrennen. Ja. Oder so. Oh. Verbrennen. Hast du schon mal Geld verbrannt? Nope. Wir haben mal, ich war eben. Wir haben schon mal 2000 Euro verbrannt, weil wir einfach zu viel hatten. Nee, bei
damals, als wir noch bei Mediakraft gearbeitet haben, da gab es ja diesen Kanal Pong, wenn du dich richtig entsinnst, den du auch mal geschnitten hast. Mhm. Und da gab es ein Video und da ging es tatsächlich darum, ob wir das machen können, weil die wollten 5 Euro verbrennen. Und dann gab es irgendwie so eine kurze Diskussion, ob es moralisch verwerflich ist, 5 Euro zu verbrennen. Und was, was ist wurde verbrannt. Genau, aber da wurde ja noch mehr Geld verbrannt, also aber nicht, ja. Also anders. Kann man ja so sagen. Was ist los, Junge? Oh, echt, ey. Was für ein... Warum habe ich jetzt bloß diesen scheiß Controller-Kack? Ach Gott, jetzt muss ich hier so einen scheiß Turm bauen. Turm bauen ist nie gut, scheiße. Oh, oh. Nein! Eine Reihe! Oh Mann! Das hätte rüber... Komm, bist du bereit? Ja, komm. Mach mal, das ist eine spannende Runde, ne? Ja. So, mal gucken, dass man die richtige Taste am Controller erwischt. Wir haben 2 verschiedene Controller, also nicht gerade im Spiel, aber wir haben ja 4 Stück und von verschiedenen Firmen und da ist die Tastenbelegung tatsächlich anders. Ja. Da muss man sich. Kann man bestimmt auch individuell umstellen, aber wir haben es einfach nicht gemacht. Weil wir dumm sind? Ja, das ist möglich. Wir sind ziemliche Noobs, was dieses Spiel hier angeht. Jetzt mal gut, Jonas, ja? Danke. Ich glaube, dann gerne so gegen so einen Tetris-Weltmeister Tetris gegeneinander spielen. Ja, siehst du einfach, Alter, das ist, ich glaube, das ist bestimmt so unlustig, wie gegen einen Schachweltmeister zu spielen. Also ja, nicht Tetris, sondern... Ja. Du bist ja Schachprofi, habe ich gehört. Ich habe das Bauerndiplom. Das Bauerndiplom? Ja. Also wirklich so. Das heißt wirklich so. Ach so, wegen der Figur Bauer. Ja. Nicht, weil man spielt wie ein Bauer. Nein. Okay. Gibt es dann auch eine Steigerung? Also du bist quasi ich glaub, so dann Kreisliga und Es gibt noch Steigerung, ja. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Ich bräuchte hier mal eine Steigerung für meine Skills. Damendiplom? Ich weiß es nicht. Das Damendiplom? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es wisst. Also, immer wenn man was nicht weiß, schreibt es in die Kommentare. Unser Wissen ziehen wir aus der Community. Das ist doch ja, aber nur, wenn die Leute es wissen. Ah, die könnten uns auch einfach irgendwas erzählen, was totaler Bullshit ist. Apropos Bullshit! Ach, Ressler, ich hasse dich. So, jetzt gibt's die Rache. Welche Rache? Rache für Sujin. Was? Ich weiß nicht, Rache, ich glaube, das ist ein Spiel. Ich glaub, kennst du noch dieses Samurai-Game? Das Samurai-Game? Daikatana? Nein, das Strategiespiel. Battle Realms. Scheiße, jetzt ist übrigens spannend. Ja, jetzt wird's spannend. Aber also, ich hab noch keinen Punkt, oder? Nee, du hast noch keinen Punkt. Welches Samurai-Spiel? Battle Realms. Habe ich nicht gespielt, glaube ich. Das war saugeil. Ist das Strategie, ne? Ich weiß nicht. Echtzeit, ja. Von wann ist das? Was ist das für eine... hier kommt nur Scheiße runter gerade. Das ist von 2006 vielleicht, so irgendwas. Ja, für dich ist das ja schon super alt. Oder nicht? Hä? Geht. Ah, das hatte damals eine coole Grafik. Und ich baue hier nur eine riesige Scheiße. Einen hässlichen Haufen Code. Eine Perversion. Oh Gott, ist das ein Müll hier. Alter, jetzt kommen mal die ganze Zeit diese blöden grünen Els. Die haben gewusst, dass die. Wir wissen ja, dass die Namen haben, ne? Die Steine. Ja. Die haben Namen. Die stehen in der Anleitung, stehen die Namen dieser Steine. Aber kein Mensch kann sie sich merken. Weißt du noch? Ich weiß keinen mehr. Ich weiß auch überhaupt keinen mehr. Fuck, ich weiß nicht, was das ist. Big Boy hieß, glaube ich, das kann natürlich sein. Also hat das, nee, das war so merkwürdig, weil das alles so total abstrakte Namen waren, die irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also nicht abstrakte Namen, also so. Wir hätten den anderen Namen gegeben. Ja. Der Dirne zum Beispiel. So, irgendwie sowas. Nein, der hätte darüber gemusst. Sowas Russisches wie. Pityov. Wodka. Nein, jetzt habe ich verbaut. Ich dachte, der hätte schon gestanden. Nein. Komm, gib mir ein Teil, das ich brauche, um ihn zu besiegen. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Ein bisschen Druck. Das ist so scheiße gegen dich. Ein bisschen Druck. Und das ist auch. Ach. Ein Punkt für Jonas. Ja. 3:2 Minimatch. Nächste Runde. Ach ja. Hättest du ja von Anfang an sagen können. Ich habe schon auch wieder die Bestrafung vergessen. Es gibt keine. Um die Ehre. Um die Ehre. Ehrenlosigkeit. Okay, bist du bereit? Ja, komm. Wir spielen die nächste Runde. Okay, es geht direkt los. Es geht direkt, ins Game rein. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe etwas mit meinem inneren Auge. Ich sehe es. Dein inneres Auge. Ich sehe es deutlich vor mir. Die Planeten. Ich kann sie spüren.
Willst du mich verarschen? Nope. Weißt du, was es Zeit ist? Alper, sag ich schon. Mhm. Eigentlich rede ich immer nur mit Alper so scheiß. Das stimmt. Dann sag ich wieder, es gibt keinen Morgen für die Menschheit oder sowas. Es gibt keinen Morgen. Hast du das in Waititi-Song geklaut? Nee, ich habe das aus Herr der Ringe geklaut. So, aber ich glaube, Herr der Ringe hat auch bei Waititi geklaut. Ja, auf jeden Fall. Alles geklaut ist das. Alles geklaut. Was ist eigentlich nichts. Dein Lieblings... Was ist das für eine Scheiße? Papier? Das, was ich dir durchs Gesicht ziehen möchte. Aber ja. Erst nachdem ich es benutzt habe. Ja, guck mal, das Spiel zwingt mich gerade richtige Scheiße. Es kommt einfach kein Dedirde. Boah, fick dich doch. Das ist doch unglaublich. Das hätte da rein gemusst. Das ist auch ein Kackmatch, ey. Also mir gefällt es bisher. Mir gefällt so sehr. Es ist genau mein bisher habe ich mir nicht so sehr. Ja, genau. So ein bisschen fick dich, Alter, das war, ich habe absolut Schwachsinn gemacht. Das ist nicht mein Tetris-Tag. Komm, ne, direkt ins nächste Game. Das Ding ist halt auch, was man auch jetzt schon verraten kann, Alper ist eigentlich schon mit der schlechteste Spieler. Aber er behauptet immer, er wäre der Beste. Aber also gegen Alper spiele ich auf jeden Fall besser als gegen dich. Oh, es gibt noch eine große Sache, über die haben wir noch gar nicht geredet. Die da Tetris. Alper. Wie Alper? Wir haben mal irgendwann angefangen zu sagen, ach so! Wir wollten Alper irgendwas sagen, dass wir irgendwas nicht mehr machen. Dann haben wir gesagt, der Tetris-Rat hat einstimmig beschlossen, dass wir das jetzt nicht mehr so machen. Und Alper hat dann als Trotzreaktion hat er gesagt, dass er das Tetris-Ting gegründet hat, weil Tings so viel cooler sind als Räte. Und dann hat er gesagt, er ist da Mitglied. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wow, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil er ist der einzige Typ in diesem Ting. Das ergibt keinen Sinn einfach. Bullshit, ey. Deshalb, sobald ihr irgendwo das Wort Ting hört, dann könnt ihr euch sicher sein, dass alles, was da erzählt wird, Quatsch Bullshit ist. Bullshit ist, ja. Tings sind ja quasi ausgestorben. Eben. Also, guck dir mal diesen coolen Rat aus Game of Thrones an. Das war jetzt kein positives Beispiel für gute Räte. Hä, doch. Ich denke mal an hier die Räte aus der Sowjetunion. Schattenwurf, Kommunisten. Findest du das sind ein gutes Beispiel für Räte? Ich weiß nicht, mir fällt jetzt auch kein allzu gutes Beispiel für andere Räte ein. Eieiei. Oh ja, jetzt baue ich auch noch ein bisschen Mülli. Mülli? Ein bisschen Mülli. Was ist das für ein Scheiß? Das könnte mein Ende sein oder. Oder dein Anfang. Oh, komm, ja! Klar. Ja! Bist du der Boy? Nein, ich bin der Skillboy. Skilly! Oh ja, da kommen sie. Oh, ich merk's schon, Marius, ich merk's schon. Wie die Scheiße. Was hast du gesagt? Scheiße! Na, Tetris, das ist so ein Spiel, da darfst du. Scheiße, weißt du, gerade wieder unten, jetzt bin ich wieder oben. Oh, jetzt kommt dieses Drecksteil, kommt jetzt erst. Dankeschön, Tetris. Oh nein, jetzt spiele ich wieder dumm. Er spielt dumm. Ich raste aus. Ich habe mich gerade, ob das langweiligste ist, was Leo jemals gedreht hat mit uns. Das ist auf jeden Fall die spannendste Runde bisher. Okay. Ja? Warum? Ihr seid die ganze Zeit oben am Battlen. Ja. Der Druck ist hoch. Oh ja, 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 ja. Das nächste. Oh nein, jetzt bin ich schon im Next Level, aber. Ciao! Nein, da war's! Oh nein, es steht 2 zu fucking 0. Es ist wieder mal ein Matchball, Marius. Ich will nicht, dass die Videos nicht so lang werden, mit Leo nach Hause gehen. Ja! Ja, genau! Mitarbeiterfreundliches Gaming heißt das. Mitarbeiter. Oh Mann, ey, ich bin nicht für Onscreen Tetris gemacht. Ach, das ist einfach ein schönes Spiel heute. Das ist ein schöner Tag heute. Ach ja. Ich hasse das, wenn man. Mann, gib mir doch die richtigen Steine. Mir geht's gerade genauso ein bisschen mit Bullshit-Bauern. Ja, diese Türme nach oben, die sind einfach pures Gift fürs Spielen. Ja, merkt euch, keine Türme bauen. Die das 2 Türme. Ist immer schlecht. Die 2 Dirnen. Was? Die 2 Dirnen? Ja. Ja, erstmal eine Dirne für dich, Mann.
Das Wort Dirne kommt, glaube ich, auch in Diablo vor. Ja? Hast du deinen Charakter so genannt? Ja, Hafendirne habe ich es genannt. Hafendirne? Ich wusste nicht, dass. Geldnutte habe ich meine. Hausach liegt an der Küste. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quassel, quassel, quassel. Das kann ich nicht gebrauchen, Spiel. Oh ja, Marius, ich sehe es schon wieder kommen. Das Ende. Welches Ende? Dein Ende. Oh, oh. Was? Was? Das war knapp. Ah. Das war ein bisschen dumm, was ich gerade gebaut habe. Ja, ist passiert. Ich eskaliere. So kacke ist das hier. Das könnte mein Untergang sein. Der Untergang. Oh, jetzt baue ich richtig nicen Scheiß hier. Nicht. Okay. Kennst du das, wenn du eine Dirne irgendwo reinmachst und es wird nur eine Reihe abgebaut? Ja, dieser Moment, wenn du denkst, jetzt gehen ganz viele Reihen weg und du hast nicht hingeguckt und auf einmal geht gar nichts mehr. Willst du eine Dirne haben? Nein. Schenke ich dir zu Weihnachten. Ach, das ist scheiße. Ich hatte doch einen Druck gehabt, Mann. Ich hab den Druck. Ist immer noch ein Matchball. Ist immer noch ein Matchball, Boy. Du bist noch nicht aus dem Regen in die Traufe gelangt. Ja, aber in der Traufe ist ja auch scheiße. Doch, in der Traufe ist es besser. Du weißt ja nicht mal, was eine Traufe ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das Ding am Haus ist, eine Traufe. Ist das eine Traufe? Ja, das habe ich mal in einer Architekturvorlesung gesehen. Ich habe Architektur studiert. Habe ich nicht, aber ich saß mal in einer. Oh, ich habe so getan, als ob ich Architekturbrist wäre. Nee, ist für was ging's nochmal? Ich habe Brandschutz. Was ist dein Lieblings Brandbekämpfungsmittel? So ein ganzes Feuerwehrfahrzeug von so einer Flughafen-Löscheinheit, weil das sieht aus wie so ein fetter Panzer. Achso, nee, ich meinte jetzt eher. Ja, du willst schon mehr hören, Feuerlöscher oder Löschdecker. So nein, ich will wissen, also jetzt Wasser oder Schaum oder Sand oder Öl oder. Öl ist mein Lieblingsmittel. Was ist denn dein Brandbekämpfungsmittel? Das ist das. Atombomben. Atombomben, ja, Feuer mit Feuer bekämpfen, wenn es atomares Feuer ist. Ich meine, Feuer ist schwächer als Atombomben, also kann das ja nur gut gehen. Das ist logisch. Aber auch logisch ist, dass das Spiel mir absolut keine guten Steine gibt. Mir gerade auch nicht. Ich habe schon wieder so ein kleines Türmchen gebaut. Oh, jetzt hat aber der Controller wieder. Jetzt kommt der Controller wieder zum Einsatz. Das war einer der wenigen Momente, wo ich mal drei Blöcke brauchen konnte. Was ist das? Konnte. Oh Mann, ich hasse dich abgrundtief. Du merkst es schon, ne? Wie die Lebenskraft langsam aus dir entgleitet. Ja, jetzt kommt der Druck. Meine alten Knochenschmerzen. Da warst du noch mal kurz gnädig zu mir, das Spiel. Oh nee. Oh oh, weißt du, was jetzt kommt? Das Ende! Ja. Marius! Ja, schlecht gespielt? Schlecht gespielt? Zurecht verloren? Erst nennst du mich mein Herr, jetzt habe ich noch deine Ehre. Was machst du jetzt noch mit deinem Leben? Tja, ach, da bleibt mir noch sehr viel. Schreibt gerne, wie gesagt, schreibt Bestrafung rein. Jetzt kommt eng so richtig absurde Scheiße in die Kommentare. Steckt euch. Steckt euch selbst in Brand. Und dann löscht ihr den Hintern und dann spuckt den aus. Verkuppelt Alper mit Jonas Mom. Da musst du Papa zu ihm sagen. Papa. Alper. Baba. Ja, das war's. Abonniert den Kanal, guckt euch noch unser letztes Tetris-Match an und oder guckt die Sitcom. Guckt mal eine Sitcom, die ist geil. Irgendeine, nicht unsere. Ja. Und schreibt, was wir noch spielen sollen und wo wir bessere Controller herbekommen. Genau. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.